Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Mal reingeschnuppert hier bei Heisenberg zockt. Das Spiel heißt Trainsim World 2020, ist von Dovetail Games und ja, wir schauen uns das jetzt mal in Ruhe an. Es geht um Züge, da bin ich ja gar nicht so falsch, aber statt dass man jetzt hier Bahnhöfe baut etc. fährt man selber mit dem Zug mit. Ja, und da bin ich kompletter Neuling. Ich bin noch nie mit einer Lok gefahren. Logischerweise bin ich Lokführer und ich habe auch noch nie so ein Spiel gespielt. Wir schauen uns das jetzt mal in Ruhe an. Ich habe schon mal gespielt hier als Herr. Was Schlaues ist mir nicht eingefallen. Und da habe ich immerhin geschafft, einen Zug von A nach B zu bewegen. Das war doch schon mal was. Jetzt würde ich aber sagen, wir fangen mal neu an. Wir nehmen mal diesen Herrn hier und machen daraus ja einen DB-Lokführer. Sieht doch schick aus. Okay, hätte ich gerne. Wählen. Erstellen Sie ein Profil. Dann der Name, ganz klar. Nicht Jim Knopf, sondern Heisi. Und dann haben wir hier Reisen, Training, Szenarien, Fahrplan. Ich würde sagen, Training klingt eigentlich gar nicht schlecht. Bahneinführung. Ja, ich würde sagen, das könnte man mal angehen. Wir wählen das Ganze. Doppelklick und John. Ja, geht's los. Und ja, man sieht hier schon, also die Grafik, die ist allererste Sahne. Das sieht wirklich klasse aus, das Spiel. Also das muss man tatsächlich sagen. Es ist halt irgendwie was ganz anderes, wie jetzt zum Beispiel Transportfieber, weil dort baut man, hier fährt man. Ja, jetzt mal gucken, wie gut das bei mir funktioniert. Drücken Sie E, um zu beginnen. Dies ist Bahnhof Lohr auf der Main-Spessart-Bahn. Folgen Sie den Markierungen durch die Station zu einem Zug. Okay, das machen wir doch glatt mal. Man sieht schon, das ist hier beste Ego-Shooter-Steuerung. WASD. Und ja, gehen wir mal hier runter. Und gucken mal. Aha, der Fahrplan ist noch in Arbeit. Okay. So, Unterführung hinter uns gebracht. Ich weiß gar nicht, kann man hier? Ja, wahrscheinlich nicht. Oh, da kommt ein Zug. Ah, das sieht schon cool aus. Klasse. Ich frage mich, ob man hier irgendwie auch vielleicht aus dem Bahnhof raus kann. Da hinten ist ja auch noch Gelände. Wäre noch interessant. Könnte man sich mal noch angucken dann. Also, ob das wirklich frei begehbar ist. Ich glaube es kaum, aber wer weiß das schon. Da kommt auch schon unser Zug. Sehr schön. Doppelstockwagen. Ja, sowas ähnliches fährt bei uns auf der Transportfieberanlage auch rum. Cool. So, mal gucken, was das Spiel möchte. Wahrscheinlich, dass wir, ich weiß gar nicht, als Lokführer hier irgendwie einsteigen. Ich gehe mal nach hier vorne. Zug nach Gmünden. Folgen Sie den Kennlichtern. Nein, jetzt müssen wir wieder zurück. Das Spiel möchte, dass wir hier hinten einsteigen. Und das machen wir natürlich. Gerne. Man sieht schon, dass es innen drin eben auch modelliert. Setzen Sie sich auf einen beliebigen freien Sitz. Ich würde gerne hier raufgehen und dann, ja, warum nicht hier hinten Platz nehmen. Mit der Main-Spessart-Bahn hat man die Möglichkeit, Passagier- und Güterzüge über die beachtliche Spessart-Rampe zwischen Aschaffenburg und Gmünden zu fahren. Oh, wir fahren schon. Okay. Da können wir gleich mal gucken. Ich habe schon rausgefunden. Sie fahren in einem Doppeldecker-Personenwagen, gezogen von einer BR-146.2 Elektrolokomotive. Diese Wagen fahren in Deutschland seit den 1970ern, um mehr Kapazität zu bieten. Aha, okay, cool. Ich habe schon rausgefunden, wie die Kameras funktionieren. Schaut mal, das sieht doch cool aus. Definitiv. Kann ich hier irgendwie... Ja, ein bisschen ran kann ich noch. Und hier mit den Pfeiltasten kann ich hier sogar das Ganze ein bisschen noch in die Richtung bewegen. Sehr nett. Was haben wir hier noch? Aha, das ist natürlich auch nett. Da sitzt man ein bisschen auf dem Dach, ein bisschen seitlich verschoben. Sehr gut. So, kann ich hier noch irgendwie... Trainsim World ermöglicht es Ihnen, Züge aus einer Auswahl von internen und externen Kamerawinkeln zu fahren. Erkunden wir jetzt das Äußere dieses Zuges. Ja, machen wir eh schon. Da waren wir ein bisschen zu früh. Oh, Kesselwagen. Ja, müssen noch ganz Weitere drehen können. Interne und externe Kameraansichten können über die Zahlentasten erreicht werden. Ja, mache ich gerade. Oh, das ist schon... Sehr nett hier. Da können wir den Zug noch überholen. Dann sind wir mal wieder noch vorne. Dann sind wir hier auch noch ein bisschen. Ich weiß nicht, warum wir hier dieses Fadenkreuz haben. Das dürfte eigentlich gerne weg sein. Das ist vielleicht nur jetzt zu Beginn. Ich weiß es nicht. Ja, das ist doch eigentlich eine typische Trainfieber-Gedenkansicht, die wir hier haben. So nennen wir die zumindest jeweils bei Transportfieber. So, schön mit Fluss. Und ja, dann kehren wir mal zurück.
Hierher war es nur eine kurze Reise. Schauen wir, was es sonst noch zu genießen gibt. Ja, machen wir mal. Willkommen in Bayern, bei einer der stärkst befahrenen Güterstrecken Deutschlands. Beginnen Sie Ihre Reise am Kopf eines Güter- oder Passagierzugs in Aschaffenburg. Bedienen Sie spezielle Schublokomotiven aus dem Lauffachbahnhof. Fahren Sie durch malerische Hügel und die quälende 2,1% Steigung der Spessartrampe. Kommen Sie am Gipfel von Heigenbrücken an, dessen Bahnhof nun mehr Geschichte ist, und fahren Sie hinab zur Ostgrenze an Gmünden am Main. Zudem sollten Sie beschädigte Zäune reparieren, Streckenkarten platzieren, gefallene Äste beseitigen und Sicherheitspylone aufstellen. Willkommen bei der Main-Spessart-Bahn. Ja, das ist ja ein umfangreicher Job, Lokführer, wenn man da noch Zäune reparieren muss entlang der Strecke etc. Okay, wir düsen mal weiter. Aha, Reise fortsetzen, Training erneut spielen, Hauptmenü. Nee, ich würde sagen, wir machen das hier mal. So, dass wir das mal fortführen. Das hier ist, glaube ich, eine britische Lokomotive. Ist aber auch nur der Ladebildschirm. So, das ist amerikanisch. Und jetzt sind wir wieder hier zurück in Europa. Die Einführung für die BR-146.2 steht bevor. Willkommen in dieser Elektrolokomotive BR-146.2 in der verkehrsroten Lackierung der DB. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Anfahren, Halten und das Operieren der Fahrgasttüren sprechen. Ja, das klingt doch gut. Steigen Sie ein, damit wir anfangen können. Okay, wo steige ich ein? Hier wahrscheinlich. Jawohl. Dann hier mit E. Na, möchte nicht. Ich komme nicht rein. Ging das nicht mit E? Steigen Sie ein. Um den Führerstand zu betreten, öffnen Sie erst die Türen, steigen Sie dann die Stufen hinauf. Geht nicht. Er steigt nicht die Stufen hinauf. Macht er das mit E? Nee, macht er nicht. So macht er es auch nicht. Das fängt ja gut an. Ich komme schon mal nicht in die Lokomotive rein. Öffnen Sie zuerst die Türen, steigen Sie dann ein. Ja, okay, mache ich doch. Hier sind die Stufen. Ach! So geht's. Okay, man muss die Stufen betrachten. Na, das kann ja heiter werden, wenn ich schon nicht in die Lok reinkomme. Die Batterie schaltet das Hauptpult ein und lässt Sie damit interagieren. Okay, das wäre der hier. Okay, Hauptstrom. Wir setzen uns mal. Muss ich da noch mal was? Halten Sie den Batterieschalter. Ach so, okay. Den müssen wir länger gedrückt halten. In Ordnung. So, hier ist er. Also drücken wir den mal. Jetzt? Ich dachte mit E. Ja, jetzt haben wir diese das. Diese Lokomotive bezieht mittels eines Kontaktarms, der auf dem Dach angebracht ist, ihren Strom über die elektrische Oberleitung. Damit das funktioniert, müssen wir den Stromabnehmer einrichten und dann anheben. Okay, werden wir machen. Wohin muss ich da? Auf automatisch. Gut, steht ja oben links. Stellen Sie die Signale auf Spitzensignale. Wo haben wir die? Da vorne. Moment, zack, haben wir. Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Das ist in Ordnung. So, Scheibenwischer funktioniert auch schon. Oh, falscher Stuhl. Moment, man müsste sich vielleicht noch tatsächlich auf den Fahrerstuhl setzen. Okay. Um die Lokomotive zum Laufen zu bringen, müssen Sie den Hauptschalter nutzen. Haben wir? Die Spitzensignale erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie machen andere in der Nähe darauf aufmerksam, dass eine Lokomotive in Betrieb ist. Okay, Haupt- und Instrumentenbeleuchtung ein. Nicht fahrend, sondern ein. Moment, das ist ein bisschen tricky hier mit der Maus. Fahrend, ich krieg das irgendwie... Hä, Moment. Kann ich das auch mit Ihrem Tastaturdingens machen? Weil ich krieg das nicht runter hier. Das ist ganz interessant. Fahrend. Muss ich hier fahrend? Ich muss eigentlich auf ein. Okay, ist das... Ja, falsch übersetzt wahrscheinlich. Okay, auf fahrend muss man stellen. Stellen Sie die Spitzensignale auf reduziert. Das wäre hier. Okay. Aktivieren Sie jetzt den Stromabnehmer, damit er sich anhebt und mit der Oberleitung in Kontakt kommt. Das wäre der hier. Da würde ich sagen, da gehen wir dann aber gleich rausgucken, wie das aussieht. Heben Sie den Stromabnehmer. Heben. Die Lokomotive ist nun bereit, angetrieben zu werden. Okay, hat schon funktioniert. Dies wird über den Haupttrennschalter geregelt. Gut, man sieht schon, also ohne diese Anleitung keine Chance, weil wenn man nicht weiß, wie das geht, weiß man nicht, wie es geht. Ist eigentlich ganz einfach. Also, was muss ich hier? Schließen Sie den Stromabnehmer-Trennschalter. Schließen. Was wäre hier?
Wenn das Fahrzeug längere Zeit stillsteht oder Sie den Führerstand verlassen, wird die Parkbremse betätigt. Wir müssen sie erst lösen, bevor wir weiterfahren können. Aha, okay, dann lösen wir die auch noch. Nutzen Sie den Hauptschalter, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Ja, das wäre dann vorwärts. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. Ja, denkt man, da hinten lungern noch welche rum, aber okay, die merken das ja, wenn die Tür zugeht. Also müssen wir hier alle verriegeln. Stellen Sie die Türsperre auf rechts sperren. Rechts entriegeln, falsche Richtung. Links entriegeln. Wo haben wir das denn? Moment, rechts entriegeln. Ne, sperren wollen wir es rechts. Rechts entriegeln. Rechts entriegeln. Ja, alle Türen entriegeln. Ich schaff's schon. Links entriegeln, links entriegeln. Alles verriegeln. Hä? Stellen Sie die Türsperre auf rechts sperren. Hier hat sie irgendwie kein rechts sperren. Rechts entriegeln? Tatsächlich nicht sperren, sondern entriegeln halt. Also, entriegeln Sie die rechten Fahrgasttüren. Das machen wir hier. Freischalten. Fahrgäste einsteigen lassen. Ja, da bewegt sich zumindest jemand. Schön wie der Scheibenwischer hier unten immer noch arbeitet, obwohl die Sonne scheint. Naja, man kann ja nie wissen. Oh, jetzt sieht man da oben, wie eine Uhr abläuft. Okay, das ist also der Prozess oder die Zeit, die es braucht, bis der Zug sozusagen beladen ist. Also wie sagt man dem denn? Das ist ja nicht ein Beladen. Ja, bis halt die Leute eingestiegen sind. Sagen wir es doch mal so. Gut. Kann sich nur noch um Stunden handeln? Nee, da oben, man sieht, ist gleich fertig. Das Zusteigen ist abgeschlossen. Verriegeln Sie die Türen. Okay, alle verriegeln, würde ich mal sagen. Dann das hier wieder. Verriegeln. Die Zugbremse wird für den normalen Streckenbetrieb genutzt. Okay, Zugbremse, die haben wir hier. Auf Lösen. Das wäre hier. Aufgrund der Größe und des Gewichts dieses Zuges sollte etwas Traktion genutzt werden, um die anfängliche Reibung zu überwinden und zu verhindern, dass die Elektrosysteme überlastet werden. Okay. Leistungsregler aus. Leistung. Erhöhen Sie die Leistung auf mindestens 20%. Das machen wir glatt mal. Haben wir hier. Oh, wir bewegen uns. Ah, der Zug fährt. Jawohl. Sehr gut. Cool. Jetzt, wo wir in Fahrt sind, können wir die Leistung erhöhen und uns darauf konzentrieren, die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Okay, gehen wir mal auf 40%. Man sieht ja hier rechts, als hart sieht man ja, was die Geschwindigkeit macht. Die geht drauf, da wo der rote Punkt ist, da ist dann Feierabend. Also beziehungsweise schneller sollten wir nicht werden. Oben sehen wir die Signale. Also jetzt zählt es da runter. Das Signal ist grün, da können wir rüber. Da müssen wir aufpassen, dass wir natürlich nicht rote überfahren. Rote Signale. Der Schubbetrieb kann genutzt werden, um das Fahrzeug mühelos in Bewegung zu halten, ohne die Leistung anlegen zu müssen. Diese Methode eignet sich bei einer flachen Steigung hervorragend, um die Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten. Okay, dann stellen wir den auf aus. Stellen Sie den Leistungshebel auf aus. Wo ist aus? Wahrscheinlich bei 0. Okay, ach, und dann fährt der sowieso. Okay. Und bremsen tue ich dann mit den Teilen hier, würde ich sagen. Die kann ich aber gerade nicht benutzen. Also interessant. Wie halte ich den an? Das wäre noch wichtig. Wie kriege ich denn den Zug wieder gestoppt? Weil ich kann hier die Bremsen gerade nicht anwenden. Oder soll ich das im Moment gar nicht? Sieht gerade so aus. Naja, dann genießen wir mal die Fahrt. Von der Grafik her, ja, das trifft natürlich voll meinen Geschmack, definitiv. Aber jetzt wäre es halt schon von Vorteil, wenn mir irgendjemand noch sagen könnte, wie man dann das Teil wieder bremst. Jetzt haben wir 47 Meilen pro Stunde drauf, wir könnten sogar noch schneller, das sieht man da unten eben beim Hart, also hier rechts, da unten dieser rote Dingens. Bis da könnten wir eigentlich hindüsen, aber okay, wenn der jetzt gesagt hat, wir sollen das abstellen, dann stellen wir das natürlich einfach ab. Ich kann tatsächlich die Bremsen nicht bedienen. Aber es sind auch alles grüne Signale. Nur wenn dann natürlich irgendwann ein Bahnhof kommt, wäre schon von Vorteil, wenn wir die Kiste dann irgendwie anhalten könnten. Lass uns nochmal rausgehen.
Ja, das ist schon etwas. Also da könnte ich einfach, wie soll ich sagen, ich würde lieber statt zu fahren hier einfach stundenlang mitfahren. Finde das viel angenehmer. Oh, da geht's im Bahnhof rein. Muss ich irgendwie bremsen? Wie bremse ich? Oder rösten wir hier durch? Nee, da kommt... Ah, jetzt. Von hier ab ist es nicht mehr weit bis zu Ihrem nächsten Halt. Achten Sie deshalb darauf, den Zug unter Kontrolle zu halten und nicht zu schnell zu fahren. Okay, wir müssen... Ist das irgendwo markiert? Also jetzt hat wenigstens die Bremse da funktioniert, die kann man... Oh, das ist aber viel zu früh im Moment. Ja, okay, das war zu früh. Sie sind zum Halten gekommen. Benutzen Sie den Leistungsregler. Ja, wir geben hier wieder ein bisschen Stoff. Oder Moment, Zugbremse fahrend. So, jetzt müssen wir uns doch eigentlich wieder bewegen, denkst du. Sie sind zum Halten gekommen. Benutzen Sie den Leistungsregler, um mehr Kraft einzusetzen. Ja. Wir lösen die. Jetzt bewegt sich mein Zug wieder nicht mehr. Echt jetzt? 1A, fahrend. Fahrend ist nicht schlecht. Aber er fährt nicht. Wollen wir hier auf maximal gehen? Ja, jetzt ist halt wieder die Frage, welches Knöpfchen habe ich jetzt wieder vergessen? Also eigentlich, das müsste doch eigentlich reichen, weil das kann nicht die Stelle sein, wo wir hin sollen. Oder soll ich hier schon die Türen aufmachen? Das glaube ich kaum. Wir sind noch nicht mal bei unserem Bahnsteig. Geschwindigkeit anpassen. Nutzen Sie den Leistungshebel und die Zugbremse, um Ihre Geschwindigkeit zu steuern. Ja, wir müssen eigentlich nicht die Geschwindigkeit steuern, sondern wir müssen wieder in die Gänge kommen. Also, die hier lösen. Moment, vielleicht zuerst die lösen. Und jetzt hier wieder Schub geben. Ah, okay, jetzt bewegt er sich wieder. Jetzt wäre es halt noch schön, wenn wir da vorne irgendwie eine Markierung oder etwas hätten, wo wir genau hin müssen. Weil das fällt mir natürlich relativ schwer, jetzt abzuschätzen, wo wir dann tatsächlich stehen sollen. Also da können wir darauf ausgehen, weil wir haben die Geschwindigkeit und damit bremsen wir dann wieder. Schön langsam reinfahren. Ja, man sieht, hier ist noch ein Lehrling am Werk. So fährt natürlich kein einziger Zug in den Bahnhof rein, weil da werden ja die Leute wahnsinnig, wenn sie so lange warten müssen. Aber okay, uns geht es jetzt darum, dass wir hier tatsächlich schön am Perron stehen. Ja, es ging auch ein bisschen schneller, gebe ich zu. Ich hätte noch ein bisschen so ein Mühe, hätte ich noch irgendwie mehr Stoff geben können. Da habt ihr recht. So, wir gehen wieder zurück in die Kabine, sobald da hinten der letzte Wagen auch hier angekommen ist. Ja, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Okay, wir gehen zurück und jetzt müsste ich hier eigentlich entsprechend bremsen. Da reicht wohl dieses 1B. Und jetzt müssen wir angekommen sein. Sie sind zum Halten gekommen, benutzen Sie den Leistungsregler, um mehr Kraft einzusetzen. Sollen wir hier gar nicht hin? Wo muss ich denn hin? Hier, 8 Yard. Ach so, das steht ja hier. Müssen wir tatsächlich noch ein bisschen weiter? Machen wir das nochmal. Kein Ding. Lösen. Und hier nochmal ein bisschen Schub. Okay. Nochmal raus. Also viel weiter müssen wir aber definitiv nicht mehr. Ne, dieses Ding, es fährt ja mit. So, hier wieder lösen. Jetzt sind wir wahrscheinlich fast schon zu weit. Da vorne sind die Signale rot. Also von daher... Oder was soll ich jetzt genau tun? Also jetzt sind wir doch schön im Bahnhof drin, würde ich sagen. Das müsste doch so passen. Jetzt kann ich nicht weiter, da vorne ist rot. Ich kann ja nicht die Signale überfahren. Und da steht nur, nutzen Sie den Leistungshebel und die Zugbremse, um Ihre Geschwindigkeit zu steuern. Das haben wir soweit gemacht. Ich denke, das hat auch relativ gut funktioniert. Oder müsste ich jetzt hier die Türen öffnen? Aber dann müssen Sie mir das eigentlich sagen. Weil das Weiterfahren bringt nichts, wenn dort rot ist. Oder wird das grün, wenn ich losfahre? Sollen wir das mal testen? Also ich würde ja zwar schon irgendwie fast eher die Türen jetzt öffnen. Wenn wir hier schon stehen. Sie sind zum Halten gekommen, benutzen den Leistungsregler. Ja, ist eigentlich klar, das Spiel sagt uns im Prinzip, wir sollen wieder Fahrt aufnehmen. Aber wofür fahren wir dann? Oder sollen wir hier gar nicht anhalten? Ja, aber wenn da... Da wisst ihr was, wir fahren mal langsam nach da vorne. Wahrscheinlich hätten wir die Tür aufmachen sollen. Dann müsste das aber eigentlich vom Spiel her eigentlich auch geschrieben stehen, finde ich. Okay, machen wir hier mal ganz langsam.
Achso, nee, wenn wir anfahren, müssen wir irgendwie die Traktion überwinden. Also machen wir mal 28. Ich werde jetzt aber schon wieder langsamer werden. Gehen zurück. Und ja, wir können noch fahren. Das ist rot und das bleibt irgendwie rot. Okay. Schade, dass das vom Spieler nicht genau beschrieben wird, was ihr machen soll. Ich meine, ich hätte jetzt auch eigentlich gesagt, wahrscheinlich dann schon eher die Türen öffnen, damit die Leute einsteigen können. Aber wenn da keine Meldung kommt. Ich fahre jetzt mal bis zu diesen roten Signalen. Und dann werde ich, weiß auch nicht, dann fahren wir halt wieder zurück zur Not. Geht das überhaupt? Das werden wir sehen. Das ist ja lebensgefährlich hier. So, brems mal. Ja, das bringt nichts. Also die Signale, die bleiben tatsächlich so, wie sie sind. Jetzt stehen wir hier. Okay. Eigentlich müssen wir zurück. Sollen wir nochmal... Ich meine, rückwärts geht ja auch. Die Frage ist, wie cool sie das finden, wenn wir rückwärts fahren. Wo war das denn? Das war hier lösen. Dann haben wir ja die Leistung. Wo bestimme ich denn gleich nochmal, in welche Richtung das es geht? Da kann ich gar nichts machen. Ich kann tatsächlich nur die beiden hier benutzen. Also irgendwo sollen wir hin? Hä? Ich schnall's tatsächlich nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das müsste doch dann irgendwie markiert sein, wo ich hin muss. Und hier ist überall rot, da darf ich nicht langfahren. Im Bahnhof drin waren wir, da kam keine Meldung, ich soll die Tür schließen. Eigentlich möchte das Spiel einfach, dass wir den Leistungshebel und die Zugbremse nutzen, um die Geschwindigkeit zu steuern. Das haben wir ja gemacht. Soll ich hier mal rüberdüsen? Ich glaube nicht, dass das wirklich erwünscht ist. Aber eben, ich habe hier... Ich glaube, das war der Knopf hier, um rückwärts zu fahren. Der ist nicht aktiv, den kann ich nicht nutzen. Die einzigen beiden, die ich nutzen kann, sind die beiden hier. Ja, dann machen wir das halt nochmal. Das wird aber irgendwie wahrscheinlich zur Disqualifikation führen, wenn wir hier die Rotlichter überfahren. Ich weiß es auch nicht. Also, dich lösen wir. Dich auf 20%. Und dann nehmen wir wieder mal Fahrt auf. Oder wird das grün, wenn wir durchfahren? Das wäre ja ganz interessant. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, jetzt wird gleich eine Meldung kommen, sie sind gefeuert. So, mal gucken, was passiert. Ja, jetzt haben wir das... Aha, Training fehlgeschlagen. Haltesignal überfahren. Ja, eben, aber ich habe gesagt. Nee, das ist doch irgendwie merkwürdig. Wo hätte ich denn hingesollt? Kann man das so sagen auf Deutsch? Hingesollt? Nee, hingemusst wahrscheinlich. Reise fortsetzen. Reise fortsetzen oder Training erneut spielen, letzten Checkpoint. Wir machen mal den letzten Checkpoint. Vielleicht habe ich da irgendwas verdattelt. Ja, würde mich jetzt schon interessieren, wie das genau gedacht ist. Also, echt ganz komisch, weil, ja, wenn halt vorne nichts steht, von wegen, wo man genau hin muss. Oh, wir fahren. Okay, nutzen Sie Ihre Leistung. Ich fahre jetzt einfach mal. Oder was soll ich hier machen? Nutzen Sie Leistungshebel und die Zugbremse, um Ihre Geschwindigkeit zu steuern. Machen wir doch. So, hier können wir bremsen. Er bremst, jetzt sind aber eh schon wieder viel zu weit. Es wird aber halt nicht, es wird nicht gesagt, wo ich genau hin soll. Und jetzt, wo ich zu weit bin, müsste doch stehen. Ja, irgendwie funktioniert so nicht. Wisst ihr was? Wir gehen mal zurück zum Hauptmenü und gucken, was wir sonst noch haben. Ich meine, gefahren ist er, gebremst haben wir auch, aber mir war jetzt definitiv halt einfach unklar, ja, wo wir da genau hin sollen. Machen wir das mal, wenn ich es noch kurz angucken. Okay, bin gespannt, wie das ist. Jetzt hoffe ich aber, dass das Tutorial noch nicht ganz fertig ist, weil sonst bin ich natürlich hier am Anschlag. Das kann ich euch schon mal versprechen. Wenn ich jetzt nochmal alle Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken soll. BR 146, das ist doch aber das, was wir schon hatten. Kommt jetzt nochmal das Gleiche? Willkommen in dieser Elektrolokomotive BR 146.2 in der verkehrsroten Lackierung der DB. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Anfahren, Halten und das Operieren der Fahrgasttüren sprechen. Ja, das ist nochmal genau das Gleiche. Steigen das hatten wir eigentlich schon. Damit wir anfangen können. Ja, aber hier waren wir doch schon. Können wir das nochmal beenden? Zack. Ja. Gar nicht so einfach hier. New York. Das ist natürlich sicher auch cool, wenn man das dann mal noch machen kann. Also, Szenarien hatten wir.
Ne, hatten wir nicht. Wir machen mal die Szenarien. Mal gucken, was wir hier haben. Samstags-Schaltkreis. Ha? Was nicht alles gibt. Mal gucken, was das genau ist. Das ist ja genau das Spannende an solchen Spielen, dass man eben mal alles ausprobieren kann. Aber vielleicht weiß ja einer von euch, was wir da vorher hätten genau machen sollen. Also bin ich zu weit gefahren, hätte ich näher am Perron halten sollen. Das habe ich eigentlich gemacht. Das hat auch nichts gebracht. Und weiter kam er nicht, weil vorne rot war. Sagt er was? Nein. Willkommen in Aschaffenburg wegen Gleisarbeiten bei Heigenbrücken. Fahren Fahrgastzüge nur bis Laufach. Okay. Oh, schön. Was für ein cooler Zug. Steigen Sie ein und aktivieren Sie die Batterie, indem Sie 5 Sekunden lang halten. Ja, das wissen wir. Aber das ist ja gut, dass Sie es nochmal sagen. So, mal gucken, wie weit wir jetzt hier kommen. Das Einsteigen sollte klappen. Wobei, muss ich jetzt hier auf die Gleise runter? Wahrscheinlich ja. Machen wir mal. So, kann ich hier einsteigen? Nein. Vielleicht hier? Hallo? Steigen Sie ein und aktivieren Sie... Wie steige ich hier ein? Ah, jetzt. Okay, und jetzt hier die. Genau. Und jetzt Batterie einstellen. Haben wir ja hinten. Okay, Moment, muss ich ja wieder 5 Sekunden drücken. Mache ich gerade. Hat's geklappt. Jetzt leuchtet es. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Steigen Sie ein und aktivieren Sie die Batterie, indem Sie sie 5 Sekunden lang drücken. Habe ich doch gemacht. Batterie gelöst steht hier. Gedrückt. Dass selbst ein Batteriedrücken so kompliziert sein kann. Jetzt habe ich aber die Batterie eigentlich wieder abgestellt, weil das Licht hat dort aufgehört zu leuchten. Mal nochmal. Okay, jetzt müsste es doch eigentlich klappen. Aber irgendwie das Spiel sagt, ich muss da immer noch drücken. Möchte ich aber nicht. Warum denn? Was haben wir hier? Das Ding funktioniert doch jetzt eigentlich. Nochmal drücken. Dann stelle ich die Batterie immer wieder aus. Zack, geht das Licht wieder aus. Steigen Sie ein und aktivieren Sie die Batterie, indem Sie... Ja, okay, wir aktivieren nochmal. Und was möchte das Spiel denn danach? So, jetzt leuchtet's. Gut, nu? Wenn ich hier weggehe, ist immer noch bei der Batterie. Kann ich hier sonst was machen? Na, liebe Freunde, ich würde sagen, wir gucken mal, wo wir hier überall langkommen. Wenn wir jetzt schon mal dran sind. So, die berühmten Löcher im Zaun finde ich hier leider nicht. Aber wir schauen jetzt einfach mal, bis wohin wir kommen. Und wo dann Feierabend ist. Weil die Batterie, die habe ich gestartet. Aha, hier ist schon mal... Ja, hier komme ich wahrscheinlich nicht rauf. Okay, schade. Mich würde halt interessieren, ob man tatsächlich in die andere Welt auch rauskommt. Also in diese andere Welt. Das, was wir halt hier draußen sehen. Wahrscheinlich nicht. Ich denke, das wäre ein bisschen viel verlangt. Oder gibt es eine Möglichkeit? Ne, hier ist halt überall Zaun. Aber hier können wir eigentlich tatsächlich langlaufen. Und die ganzen Züge beobachten. Ist natürlich, das sollte man um Gottes Willen nie wirklich machen. Das ist natürlich lebensgefährlich. Aber das funktioniert. Also das können wir uns alles ansehen. Cool. Jetzt vielleicht hier hinten. Kleiner Abenteuerurlaub. Ja, nee, hier geht's auch nicht weiter. Hätte mich gewundert. Es wäre wirklich auch zu viel verlangt gewesen. Weil in der Grafik dann irgendwie, dass die Stadt da noch lebt. Das schafft ja nicht mal GTA. Also zumindest nicht in der Grafikqualität. Von daher hätte mich das tatsächlich gewundert. Aber jetzt, was hier irgendwie nicht funktioniert, weiß ich leider beim besten Willen auch nicht. Vielleicht müssen wir von der Seite her einsteigen. Ja, die Batterie ist doch... Die funktioniert doch. Batterie gedrückt. Zack, dann ist das wieder weg. Okay. Steigen Sie ein und aktivieren Sie. Machen wir nochmal zum letzten Mal. Jetzt leuchtet es wieder, aber da passiert nicht viel mehr. Wenn ich mich hinsetze, dann möchten sie immer noch, dass ich da drücke. Das möchte ich aber nicht, weil das bringt nichts immer ein und aus. Ja, und hier wäre wahrscheinlich dann das gleiche wieder. Ja, ist im Prinzip die gleiche Lokomotive. Wie vorher, wo wir es schon mal hatten. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's mit diesem Spiel. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, das Video. Auch wenn ich natürlich jetzt wirklich nicht alles zeigen kann, dafür reicht die Zeit nicht. Und es hat auch nicht alles ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber von A nach B sind wir gekommen.
Und ich sage gerne nochmal, also von der Grafik her, also fast schon atemberaubend, wie das aussieht. Ja, ich mag halt solche Sachen. Gut, danke fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Video wieder mal. Macht's gut, bis dann. Tschüss.